ihr Sepplinge, herzlich willkommen zum dieswöchigen Elisha Online Update. Ja, was ist neu dazu gekommen diese Woche? Neu sind 3 neue Pferdeslots. Das Team hat sich nämlich noch ein bisschen an die Server gesetzt, die Serverstruktur verbessert. Deswegen sind jetzt 3 neue Pferde für jeden möglich. Die 5 Plätze hinten bleiben noch gesperrt, denn ihr müsst da einen Shop Item für kaufen, das es momentan nicht gibt. Und dann ist es, wenn ich mich richtig erinnere, auch sowieso noch an Levelbegrenzungen gehalten, gerichtet, wo die ihr erst erreichen müsst, um das dann sowieso freischalten zu können. Aber immerhin 5 Pferde könnt ihr jetzt schon mal haben. Das ist doch richtig klasse für die, die sich vielleicht nicht entscheiden konnten zwischen Farben. Außerdem, ich zeig's mal gerade bei Gameplay. Gameplay ist jetzt bei mir schon Level 17. Bislang war es so, wenn ein Pferd Level 30 erreicht hat, konnte man nur 29 Punkte vergeben. Ihr seht es jetzt hier auch, er ist 17 und ich konnte bislang 16 Punkte vergeben. Das ist jetzt gefixt. Wenn euer Pferd Level 30 erreicht, dann könnt ihr auch die vollen 30 Punkte vergeben. Also auch das ist jetzt möglich. Außerdem arbeitet das Team gerade noch an Verhaltensweisen der Pferde. Also auch da darf man sehr gespannt sein. Ja, nächste Woche das Update kann sich etwas verzögern, da das Programmiererteam jetzt erstmal in einen kleinen Urlaub geht. Das muss ja auch mal sein, auch wenn wir uns dann natürlich in Geduld üben müssen. Aber es kommt ja auf jeden Fall, wenn auch, wie gesagt, eventuell etwas verspätet. Dann möchte ich noch 2 Anmerkungen machen hier für euch. Und zwar, ich hatte ja schon mal über das Elisha Online Teamspeak des Deutsche von meiner ehemaligen Gilde Temptress erzählt. Das wollte ich euch nochmal wärmstens ans Herz legen. Teamspeak IP ist 5.9.32.203.1084. Die IP findet ihr auch hier nochmal in dem eingeblendeten Bild und in der Videobeschreibung. Also wenn ihr euch mit anderen über Elisha Online austauschen möchtet, dann später zusammen Rennen reiten möchtet, dann seid ihr da goldrichtig. Ich werde wahrscheinlich, sobald es in die Online-Phase geht, auch mal öfter da anzutreffen sein. Also vielleicht hört man sich dann da ja auch mal. Und noch was. Und zwar meine alte Temptress-Gildenleiterin oder Mitgildenleiterin, die Jessie, hat jetzt ein Video gemacht, wie man Elisha Online unter Windows 10 zum Laufen bringt. Ich kann euch das ja leider nicht zeigen, weil ich kein Windows 10 habe. Aber auch da blende ich den Link mal oder schreibe ich den Link in die Videobeschreibung vielmehr. Damit ihr da mal schauen könnt, falls ihr da Probleme habt, dann guckt da einfach rein. Und dann sollte es in Zukunft bei euch auch kein Problem mehr sein. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem dieswöchigen Update und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr direkt alle 5 Slots mit Pferden füllt. Oder ob ihr sagt, nee, ich warte erstmal noch ab. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt und bis zum nächsten Update. Tschüss!